Ja, hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder live in World of Warcraft. Immer noch ein bisschen krank mit Klo und Klo und Klo und Bauch und Klo. Aber nichtsdestotrotz sind wir heute wieder da. Der Brainy ist auch mit hier drin im Discord. Da quatschen wir bestimmt ein bisschen über PoE oder so. Blut und Und Donner. ja, dann mal schauen. Wie der Abend verläuft. Nebenbei farm ich ein bisschen. Ach, jetzt verliere ich ja falsch. Ja, egal. Ein bisschen Transmog farm. Hab jetzt mich leider verklickt zum Eisengipfel. Wollen wir aber ja nicht dahin. Wir wollen eigentlich nach Karazhan. Aber dann sind wir schon mal in der Richtung. Ja, dann schauen wir mal. Und dann entmute ich mich wieder. So, na dann fliegen wir mal.
Wie geht's? Das Schicksal unserer Welt steht auf dem Spiel.
Früher war. Was? Ja, also ich tendiere zu einem Bild, der nennt sich Barmer. 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 Und der kann was? Das ist Blink Arrow, Mirror Arrow. Und da blinkst du dich irgendwie hin und her und castest dann automatisch irgendwelche Sachen. Durch halt diesen Blink-Arrow und Mirror-Arrow, da werden ja irgendwelche Minions von dir erstellt. Ja, ja, ja. Dann halt Schaden machen und dann skalierst du diesen Schaden irgendwie und blinkst eigentlich nur durch die ganze Karte und die töten alle. Mhm. Also so ein bisschen wie Autobomber, nur dass du halt diesen Blink-Skill dann halt benutzen musst. Ja. Ich versuche jetzt gerade noch irgendwie mal so ein Video zu finden, wo das mal richtig erklärt wird, wie das genau funktioniert, weißt du? Ja. Finde ich aber bestimmt noch was. Ja, ich müde mich mal kurz, ja? Ja. So. Oh Gott. Leider wird falsch. Kommen wir ja gehen? Ne, kommen wir einfach durch zu der Bosse. Einfach zu der Bosse. Gucken wir falsch. Euer Inhalt wird nicht toleriert sein.
Über Tisch und Bänke. Sie kommen angekündigte Besucher. Es müssen Vorbereitungen getroffen werden. Eines Tages würde ich der Gejagte sein. Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Vorstellung. Heute Abend werden wir Zeuge einer verbotenen Liebe. Aber seien Sie vorsichtig. Sie werden sehen, dass nicht alle Liebesgeschichten glücklich enden. Manchmal sticht die Liebe wie ein Dorn. Aber lassen Sie sich das nicht von mir erzählen. Sehen Sie selbst, welch Tragödie sich anbahnt, wenn zwei vom Schicksal gezeichnete Liebende aufeinandertreffen.
Und nun möge die Vorstellung beginnen. Welch Teufel bist du, dass du mich so folterst? Romulo! Oh, dies trinke ich dir! Willst du mich zwingen, du Lächer? Sieh dich vor! Den Streich, der mich ermordet! Komm, milde, liebevolle Nacht! Komm, gib mir meine willkommene Sonne! Dies werde deine Scheibe! Roste da! Und lass mich sterben! So, Romeo und Julia down. Der Kurator.
Restian Siechhof ist der Nächste. So, wieder da. Ach, hallo Karl. Ja, ich bin aber gleich wieder weg. Wie? Ich werde nur schnell eine Mission hier fertig machen und dann. Ja, aber du guckst. Ich schlafe, ich bin müde. Du guckst doch gerade extra ein Video für dich. Was? Du guckst doch extra gerade ein Video für dich, damit er dich beraten kann für PoE. Ach, PoE ist uninteressant, habe ich doch gesagt. Das ist doch das Spiel. Für dich. Nee, definitiv nicht. Okay. Okay, Kai möchte das nicht. Dann vielleicht Terestrian Siechhof. Ohne dann zu Aran schämen. Kai, hier nicht schwächeln, ich hab gerade Buchbandgabe der Wildnis für dich gefunden. Ja, super. Kannst du wegschmeißen, willst du uns so Kinder haben. Ne, ist ja auch grau hier. Deswegen hier. Dieses Schriftstück wurde von den Elementen beschädigt und ist nicht mehr lesbar. Bringt dir 10 Gold. Jetzt kommt Nethergroll. Drei Eier der Netherschwingen, mein Gott. Netherdrachenschwingen. Jetzt kommt mein Todesevent. Da kann ich mich nur blamieren während des Streams.
Man nennt es auch das Schach-Event. Na sicher doch. Wir werden sehen. Also ich glaube, ich spiele doch ein anderes Bild. Doch ein anderes Bild. Ja, hallo Kai. Moin. Ich glaube, es wird ein Lightning Arrow Dead Eye. Tornado Shot, nur halt mit Lightning Arrow. Und da mir Tornado Shot auch ganz viel Spaß gemacht hat und es auch recht zügig in den Maps ging. Na sicher doch. Werde ich das wahrscheinlich mal versuchen. Da gibt es auch zwei verschiedene Guides hier sehen von Leuten hier. Crouching Tuna, wissen nicht, ob ihr das was sagt. Und Fab Gun. Das war ja der Magic Finder letzte Season, der da irgendwie, keine Ahnung, 60 Mirrors gefarmt hat. Die haben mir das Spiel so ein bisschen empfohlen. Ich habe mir das jetzt kurz mal angeguckt. Sieht recht vielversprechend aus. Ist aber jetzt natürlich kein Autobomber oder so. Also du klingt prima. Halt beim Tornado Shot rumlaufen und schießen. Und ja. Aber das sah jetzt erstmal nicht gut aus. Soll ich mir jetzt mal abspeichern. Ja, na, das werden wahrscheinlich auch viele wieder als Starter spielen, glaube ich auch. Genau, ja, also das ist auch so ein typischer League-Starter, der Lightning Arrow. Ja, neben den Ride the Fire ist einer der beliebtesten. Genau. Wir werden sehen. Genau. Ich schicke euch beiden mal hier den Guide, den ich jetzt habe, ist auch auf Englisch, aber. Vielleicht schon mal so eine Idee. Ich sag nicht, spielst du auch Kai am Freitag dann? Definitiv nicht. Okay. Du bist noch in Dings verhaftet oder in Eve online? In Eve. Die Rädchen haben sich in Bewegung gesetzt. In Eva. Bevor da nicht ein PoE 2 kommt, liegt das nicht mehr. Sehen. Ja, das haben sie jetzt einfach nur verschoben haben, ne, um ein paar Monate. Ich bin einfach so langweilig. Die Beta. Faszinierend. Eine durchschaubare Strategie. Faszinierend. Wir werden sehen. Ja. Na gut, Jungs, ich bin auch mal wieder raus für heute. Oh. Ja. Jo. Natürlich. Wir morgen Abend wird wahrscheinlich auch, weil ich beim Tischtennis. Und Freitagabend noch, weißt du, wann es genau losgeht? Nee, ich denke um 9 oder so. Ich hätte es wissen müssen. Aber wissen tue ich's nicht. Wir werden sehen. Ja, nochmal gucken, ob das. Ein notwendiges Opfer. Ein Tag, 22 Stunden. Noch plus 11 Minuten, das ist 22 Stunden. Minus 12 Stunden, 20 Uhr.
20 Uhr ins Laufen. Mhm. Passt ja ganz gut an. Bist du da am Start dann am Freitag nur kurz 20 Uhr? Das war direkt anfangen. Nein, probiert, ja. Super, okay. Na, falls wir uns nicht mehr hören, dann spätestens. Ich bin ja Freitag wahrscheinlich in EU geklärt, bis ich früher schon. Ja, weil das ja immer war Freitag, das sollte eigentlich passen. Wegen hier Filterblade und so, alle die da fertig machen. Jetzt. Ja. Genau. Judy, alle klar. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, Jungs. Macht Judy. Jo, Nacht die. Unüberlegt, äußerst unüberlegt, ein notwendiges Opfer. Nur Perfektion führt zum Ziel. Zeit für ein anderes Szenario. Oh, geschafft. Das ist ja auch nicht mein Lieblings-Event, muss ich ja echt sagen. Dieses Schach-Event. Da gibt's auch schönere Dinge. Sind euch zu akzeptieren. Ich will euch das Gedächtnis. Ich bin. Er ist tot. Ich bin weit gereist, um diese Waren zu erlangen. Wahrt den Frieden. Dann rein. Die Höhlen der Zeit. Ah, Buggy.
Einer probiert zu denken, Kai. Der ist schon mal durch. Der ist schon mal durch. Ich wollte immer nur studieren. Schön für dich, Jaina. Ganz, ganz toll. Anetheron down. Psst. Wir haben wertvolle Zeit gewonnen. Nun sollten wir uns zurückziehen.
Lockdown! So. So? Oh ja, da, ich sag mal gute Nacht. Bis morgen. Ja, gute Nacht, Kai. Schlaf gut. Gleichfalls. So, damit ist der Karl auch weg. Wir kümmern uns hier um das Hordenlager. Kommen wir nicht ran.
Postwürmi. Bedeutungsloses Leben ist schon bald verwirkt. Jo, Kasogal hat da nichts dabei. Thank you.
Laue des Zorns. Die Legion ist zurück, um zu beenden, was vor so vielen Jahren begonnen hat. Skull War. Dieses Mal gibt es kein Entrinnen. Zeit ist beinahe abgelaufen. So, noch Archimonde. Eure Bemühungen waren umsonst. Die Ausbeutung des Weltenbaums hat schon begonnen. Bald wird das Herz eurer Welt aufhören zu schlagen.
So. Archimonde down. Und nicht ein Item dabei gehabt. Danke schön. Für nichts. Ah, war ja wieder erbärmlich. Ich habe nur die erlesensten Waren. Auf Wiedersehen. Ich bin weit gereist, um diese Waren zu erlangen. So, fehlt noch das Sonnenbrunnenplateau, würde ich denken. Ja. Nicht länger werde ich Maligos Sklave sein. Fordert mich heraus und ihr werdet vernichtet. Ich will niemals auf der Verliererseite. Ich stehe für immer in eurer Schuld.
Menschen bald wie über hier jeden triumphiert haben, wird diese gesamte Welt in eurer Schuld stehen. So, da war ja schon mal nichts. Verschwenden wir keine Zeit. Das ist ja ganz falsch rumgelaufen. Ja, also gibt's natürlich auch. Sieht aber auch beide gleich aus, oder? Haltet ein, Freunde. Es gibt hier noch etwas zu erfahren, bevor dieser Teufel seinem Schicksal ins Auge blickt. Wo ist Anvena, Dämon? Was ist mit Kalek geschehen? Mickrige Echse! Tod ist die einzige Antwort, die du hier finden wirst. Mir sagen, wo sie sind. Deine schäbige Magie ist schwach. Maligos, mein Lord, ich habe mein Bestes getan. Das hat Spaß gemacht, aber ich warte immer noch auf eine echte Herausforderung. Kommt und versucht euer Glück. Na dann. Gut gemacht. Nun wird es langsam interessant. Recycle jeden, tot allen, die sich ihm widersetzen. Und siegen.
Heilig. Madrigosa hat ein besseres Schicksal verdient. Ihr habt getan, was getan werden musste. Doch diese Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Die Schiffe müssen wir dann noch umtauschen. Wenn wir hier fertig sind. Also nicht rausporten, sondern mit I. Dem. 1 Minute. Elend, Leid, Verwirrung, Hass, Misstrauen, Chaos. Dies sind die Kennzeichen. Dies sind... Erik! Gut. Gürtel brauchen wir auf jeden Fall auch noch, den Vergeltergürtel. Oh, getriebene Diener. Mal gucken. Haustierführer, getriebener Diener. Ist der was wert? Na, immerhin 591. So, Backe. Nochmal, Stiefel. Stiefel fehlt. Achso, da fehlen nur die PvP-Dinger. So. Und dann ist als nächstes Muru dran. Muro. Ne, da war nix drin. Da ist noch Kühl. Jaden.
diese Welt dem Erdboden gleichen. Adieu, Anvena, meine Liebe. Nur wenige werden sich an deinen Namen erinnern. Doch heute hast du den Lauf des Schicksals verändert. Was einst verdorben war, ist nun rein. Helden, ihr Opfer darf nicht umsonst gewesen sein. So, Irene ist hier, Mann. Müssen wir mal suchen. Wo die rumhängen. Sterbliche, euer Sieg wurde schon vor langer Zeit vorhergesagt. Der qualvolle Schrei der Niederlage meines Bruders wird durch das Universum schallen und all jenen Hoffnung spenden, die sich der Legion entgegenstellen. Stetig rückt die endgültige Niederlage der Legion näher. So wisset und seid stolz, dass ihr zahllose Welten vor der Flamme bewahrt habt. Die Naru haben uns nicht vergessen. Nennt euer Anliegen. Anubel oder ja, die haben jetzt hier nichts mehr. Ich weiß nur leider nicht. Achso, okay, hier sind wir bei Gegnern. Na, die haben ja irgendwo noch Irma und Tetris. Die haben nur Ruf. Und dahin kommen wir.
hier oben. Vielleicht noch Kalif, Gastwirtin. Captain Blob. Ach so. Sind die doch. Ja, da brauche ich doch die Items für, oder? Ehre den Zindorei. Da könnte ich das auch umtauschen. Okay. Aber das ist ja albern. Da kann ich ja direkt umwandeln. Der Tag. Was hat Ömer? Ömer hat auch Werten, ja. Das weiß ich ja. So, da habe ich nämlich nichts. Okay. Dionys Acker. Jo, dann weg hier. Und verkaufen. Lasst uns handeln. Auf Wiedersehen. So, Toridal, kommt das auf die Bank natürlich. TK Archavons Kammer. Ruhig. Mal kurz gucken in der Baradin-Festung, weil das ist auch immer so eine. Man muss mal gucken, ob man die Insel hat. Nee. Ach.
Da wurde auch was zusammengesetzt. Hier rüber rennst du? Ah, ich habe uns gemacht. Das ist der falsche Gang. Der Gang. Tausend Winter, tausend Winter. Verteilt zu tausend Winter. Insel der Eroberung. Achso, verteilen nach tausend Winter. Ja, genau. Da wollen wir da auch hin. Ah, ja. Genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, dann wollen wir noch mal die schnellen Sachen hier zu machen. Obsidian Sanctum, Auge der Ewigkeit, Rubin Sanctum. Den und den anderen müssen wir wegballern und dann... Hilfe! Ich bin in diesem Baum gefangen! Helft mir!
eure Macht. Die Unterhaltung ist eingetroffen. Danke. Ich hätte nicht viel länger standgehalten. Etwas Schreckliches ist hier geschehen. Wir glaubten, das Sanktum gut geschützt. Aber auf diese Art von Angriff waren wir nicht vorbereitet. Für dieses Eindringen werdet ihr... Die schwarzen Drachkin tauchten aus dem Nichts auf und überfielen uns, bevor wir reagieren konnten. Wir hatten keine Chance. Während meine Brüder starben, konnte ich mich hierher zurückziehen und den Eingang versperren. Alex, sie schlachteten uns mit kalter Effizienz ab. Doch ihr wahres Ziel schienen die Eier zu sein, die sich im Sanktum befinden. Der Kommandant der Bodentruppen ist eine grausame Bestie namens Zaritrian. Doch ich fürchte, größere Mächte sind am Werk. Ich erblickte bei ihr... Lästige Insekten! Ihr kommt zu spät! Das Rubin-Sanktum ist verloren. Ich kenne ihre genauen... Ihr werdet im Reich des Zwielichts nur Leid finden. Tretet ein. Na, wieder verbuggigt. Jetzt ist Halion wieder da. Ich krieg's nur noch zu Ende und dann... des Zwielichts nur Leid finden. Tretet ein, wenn ihr es wagt. Ich bin das Licht und die Dunkelheit. Zittert, sterbt! Genießt euren Sieg, sterbt! Denn es war euer letzter. Bei der Rückkehr des Meisters wird diese Welt brennen. So, damit ist Halion weg. Mal hier also wieder raus. Hier sollte bestimmt auch immer irgendwann. Hier sollte überall, glaube ich, mal weit hinkommen. Weil hier ist auch noch ein Kammer. Ja, naja. Haben sie alles nicht fertig gemacht, ne? Aber überall mal eine Idee, so eine Kammer dahin zu machen. Oder vermutlich. So, Satarion, ihr habt es nicht auf Heroisch. Oh, jetzt wieder Kirschmann.
wir mal. Ja, die Zügel, die wir schon haben. Ja, also da ist leider nichts gekommen. Dann raus hier. Dann fliegen wir noch nach Kaltara kurz rüber. Und dann ist Feierabend. So, was machen wir hier? Also dann machen wir noch hier den den Auge der Ewigkeit, Maligos. Machen wir nochmal weg. Dann ist leider schon wieder Elbe, Freunde. Ist leider schon wieder Elbe. Oh, was macht denn hier Lilly mit 1600? So. Dann noch bin ins Vergnügen. Geduld ist am Ende. Ich werde mich eurer entledigen.
Ich hatte gehofft, euer Leben schnell zu beenden, doch ihr zeigt euch hartnäckiger als erwartet. Nichtsdestotrotz sind eure Bemühungen vergebens. Ihr törichten, leichtfertigen Sterblichen, tragt die Schuld an diesem Krieg. Ich tue, was ich tun muss. Und wenn das eure Auslöschung bedeutet, dann soll es so sein. Zurückhaben wollt, dann sollt ihr sie bekommen. Eure Wohltäter sind eingetroffen, doch sie kommen zu spät. Die hier gespeicherten Mächte reichen aus, die Welt 10-mal zu zerstören. Was denkt ihr, werden sie mit euch machen? Undenkbar! Die Sterblichen werden alles vernichten. Schwester, was habt ihr getan? Ich habe getan, was ich tun musste, Bruder. Ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Und so endet der Nexus-Krieg. Dieser Entschluss schmerzt mich sehr. Doch die Zerstörung, der riesige Verlust an Leben, musste ein Ende haben. Ungeachtet Marlugos jüngster Verfehlungen, werde ich seinen Tod betrauern. Er war einst ein Wächter, ein Beschützer. Heute ist einer der mächtigsten der Welt gefallen. Ja. Der rote Drachenschwarm wird die Bürde auf sich nehmen, die Verwüstung Azeroths zu heilen. Kehrt zu eurem Volk zurück und ruht euch aus. Dann noch gucken wir mal kurz. Seelengebunden. Also da kommen wir noch nicht das weiter. Leben und zack. Geht weiter. Zack, 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 zack. Den hier, den hier. Seht ich den hier? Die Kiste können wir reingucken. Haben wir Gold drin? Schön. Ja, und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne ein Follow da. Was habe ich da gelassen? Ansonsten gerne Like und Abo auf meinem YouTube-Kanal da lassen. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.